Walzer Kogler waren die beiden Freistoßtreffer von Okan Aydin im Landespokal. So ein bisschen wurscht, zumindest ist er heute nicht in der Anfangsformation. Jetzt hat er den Salat, muss erstmal nur auf die Bank. Beim Heimspiel gegen Holstein Kiel, er wird es verschmerzen können, der Neuzugang aus der Türkei. Walzer Kogler vertraut der Elf, die Dynamo Dresden hier vor ein paar Wochen im Steigerwaldstadion mit 2:0 geschlagen hat. Juri Jutt kehrt nach Rotsperre hinten rechts in die Startformation zurück. Ansonsten sind das auch die Jungs, die am letzten Spieltag in Osnabrück mit 1:3 verloren haben. Heute soll es also gegen Holstein Kiel mit dem ersten Sieg überhaupt gegen die Störche klappen. Die Gäste in den blauen Trikots im ersten Abschnitt von links nach rechts. Rot-Weiß natürlich in Rot-Weiß. Keine richtig flotte Anfangsphase. Sebastian Thyralla mit dem ersten Abschluss. Kein Problem für Kenneth Kronholm, den Schlussmann der Kieler. Bei dann doch richtig kräftig einsetzen im Regen. Walzer Kogler verzieht sich dann lieber unters Dach, bevor er klitschnass einweicht. Und auf seiner anderen Seite sein Gegenüber, Carsten Neitzel. Ja, wer in Kiel wohnt, der kennt sich mit Regen aus, sitzt da mit seinem Regenkeep einfach weiter auf seinem Stuhl. Von seiner Truppe kommt zunächst nicht allzu viel. Es ist aber insgesamt eine ziemlich maue Anfangsphase. Wenig Torgefahr in den ersten gut 25 Minuten. Und dann hat auch Carsten Neitzel die Faxendicke eingeweicht. Zieht auch er sich zurück auf die Trainerbank. Sie sehen es ja, es regnet in Strömen. Deshalb auch kein richtig guter Spielfluss möglich. Viele hohe Bälle und viele Fouls. Die Kieler hier über Breitkreuz. Foulspiel von Thyralla entschieden. Von Bibiana Steinhaus, die Unparteiische, das völlig zu Recht. Einfach mal mit der Hüfte einen mitgegeben. Freistoß also für die Kieler. Sieht harmlos aus, aber dann schauen Sie mal links am Bildrand. Heider gegen Jutz. Und es gibt Geld für den Erfurter und 11 Meter für Holstein Kiel. Walzer Kogler wird sich auch denken, ja, den kann man geben. Und schauen Sie mal, wie blöd sich der Jutta anstellt. Den reißt er zu Boden. Ein glasklarer Elfmeter. Und Raphael Katzior, der Ex-Hamburger und Ex-St. Pauli-Spieler, mit dem Strafstoß gegen Klevin. Trocken bzw. nass versenkt die Führung für die Gäste des 1:0 in der 27. Minute. Klevin ausgeguckt, locker leicht verwandelt die Führung für die Norddeutschen. Rot-Weiß gefordert, wie gesagt, noch ohne eigenen erzielten Treffer in einem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Thyralla zwei Minuten später, Brandstetter und Kronholm mit glänzender Reaktion. Richtig gut von beiden oder von allen dreien. Guter Freistoß von Thyralla. Schöner Kopfball mit dem Rücken zum Tor von Brandstetter, aber auch Kronholm, der Keeper der Störche, auf den Posten. Gibt aber natürlich Eckball und den schauen wir uns an. Thyralla. Und da ist wieder Brandstätter und jetzt sitzt er! Zwei Minuten nach der Führung für Holstein Kiel. Gleicht Rot-Weiß Erfurt durch den besten Knipser der Thüringer in dieser Saison aus. Es ist der vierte Saisontreffer für Simon Brandstätter. Kogler sagte, ist gesetzt bei mir und er zahlt es zurück. Klasse Körpertäuschung und dann wuchtig im Abschluss. Simon Brandstätter, toller Treffer, Ausgleich. Ansonsten bleibt es eine sehr zerfahrene Partie. Wenig Spielfluss und viele Fouls hier. Bukwa gegen Hermann. Und jetzt hören Sie mal rein, wie Carsten Neitzel das beurteilt. Bleib zu Hause! Scheiß dich in die Hose, du! Das ist der Frust auf den Linienrichter, denn es gab keinen Freistoß für dieses Einsteigen. Klar spielt Bukwa den Ball, aber er nimmt auch eine Verletzung von Hermann in Kauf. Der kann aber zum Glück weiterspielen. Dann ist Pause bei strömendem Regen. Erstmal 15 Minuten Zeit, um sich eine frische Schlipper anzuziehen. Im zweiten Durchgang geht's weiter mit dem Neuzugang. Okan Aydin kommt rein. Bukwa bleibt in der Kabine, war ja auch leicht angeschlagen ins Spiel gekommen. Und jetzt ist also dabei der Mann, für den Eskişehirspor vor einem Jahr $900.000 auf den Tisch legte. Gespielt hat er in der Türkei so gut wie nicht. Jetzt ist er in Erfurt angelangt. Zweiter Abschnitt, Andreas Wiegel. Klasse Einzelaktion, Kronholm. Und da kommt Kevin Möwald, nochmal Kronholm. Zum ersten Mal was richtig Zwingendes aus dem Spiel heraus von Rot-Weiß. Klasse Solo von Wiegel, aber zweimal richtig tolle Reaktion vom Schlussmann, der Kieler von Kenneth Kronholm.
Erfurt versucht aber, ein bisschen mehr Bindung ins Spiel zu bekommen. Aydin und Zichos, gemeinsam holen sie einen Eckstoß raus. Und das ist eben jetzt eine Sache für Mirkan Aydin. Glänzender rechter Fuß, können Sie ja mal bei YouTube nachschauen, den Namen eingeben, da sehen Sie, was der drauf hat. Aydin Möckel, und auch hier führt zum Erfolg. 2-1 für Rot-Weiß Erfurt, 69. Minute. Jens Möckel, vor genau einem Jahr ist er in Kiel beim 2-1-Sieg nach Notbremse vom Platz geflogen. Hier bringt er Rot-Weiß in Front, wieder eine Ecke und wieder führt's zu einem Treffer. Doch die Kieler Störche zeigen Moral, geben sich hier nicht auf. Erfurt kann den Ball nicht klären und Schäffler stellt's wieder auf Unentschieden. Nur 6 Minuten hält die Führung für Rot-Weiß, dann scheppert's auch zum zweiten Mal im Tor. Von Philipp Klevin, Manuel Schäffler zur Pause eingewechselt, nutzt hier die Konfusion in bester Mittelstürmer-Manier. Ja, Walter Kogler, es ist kein super Spiel, aber seine Mannschaft geht schon ziemlich leichtfertig mit der Führung um. Aber es ist eine turbulente Phase, nur 2 Minuten nach dem Ausgleichstreffer. Kevin Möwald beim Freistoß. Möwald, der Ball wird lang, der Ball wird länger, der Ball geht rein! 3-2 für Erfurt durch dieses verrückte Freistoßtor des Erfurter Kapitäns Kevin Möwald. Gegen Dresden hat er auch schon zu Hause getroffen und hier macht das auch. Keiner mehr dran. Kronholm sieht den Ball extrem spät, nichts zu halten für den Schlussmann. Und Erfurt mit der dritten Standardsituation, mit dem dritten Tor. Walter Kogler, reicht das jetzt für den ersten Heimsieg gegen Holstein Kiel? Noch ist nicht Schluss. Aber wenig später, Bibiana Steinhaus, die Schiedsrichterin, hatte gut zu tun heute. Es laufen die letzten Züge und es ist vollbracht. Erfurt gewinnt mit 3-2 gegen Kiel. Christian Müller, bitte, mit den Stimmen zum Spiel. Kevin, Glückwunsch zum Sieg gegen Holstein Kiel. Und mal ganz ehrlich, das Siegtor, das war so geplant, gell? Ja, klar. Was anderes kann ich jetzt hier nicht sagen. Nee, ich wollte ihn einfach gefährlich im Strafraum bringen. Rutscht dann durch, ist immer schwer für einen Keeper dann zu reagieren. Und ist natürlich gut für uns, dass er reingegangen ist. Das ist der Ärger des Trainers von Holstein Kiel ist verständlich, weil Kiel bisher hier ungeschlagen war. Und das wäre eigentlich heute auch drin gewesen. Warum ist es dann am Ende doch kein Punkt geworden oder vielleicht sogar ein Sieg? Ja, weil wir bei 3 Standardsituationen uns richtig dumm angestellt haben. Das ist alles, was ich der Mannschaft vorwerfen kann, muss, wie auch immer. Weil es ansonsten ein gutes Auswärtsspiel war von uns. Wir haben 3-mal uns bei Standardsituationen so angestellt, wie ich das, solange wie ich in Kiel arbeite, von unseren Jungs noch nie erlebt habe. Und das ist ein Vorwurf, den sich die Mannschaft gefallen lassen muss und wo wir dran arbeiten werden müssen. Wir mussten sehr hart arbeiten für diese 3 Punkte. Vor allem nach dem 0-1-Rückstand. Also da hat die Mannschaft Moral bewiesen. Auch wenn heute spielerisch nicht alles so funktioniert hat, aber vom Einsatz, vom Willen her war das top. Okan, Sie kommen aus der ersten türkischen Liga. Was ist der Unterschied, erste türkische Liga zur dritten Liga in Deutschland? Ah, es ist halt noch ein bisschen schneller, ein bisschen aggressiver auch noch, aber klar, aber soweit ist eigentlich alles gleich. Es ist ein bisschen robuster, aggressiver, aber es ist halt, da haben wir noch mehr Männerfußball auch, weil es dort mehr ältere Leute auch gibt oder ältere Fußballer und haben halt mehr Erfahrung. Und das unterscheidet das so ein bisschen. Die Erfahrung konnte ich dann machen und konnte es halt hier mitnehmen. Und es ist für mich auch, sagen wir mal, eine super Erfahrung, jetzt in der dritten Liga zu spielen auch und meine Erfahrung halt weiterzugeben. Hat ja heute schon mal ganz gut geklappt mit der Vorlage zum 2-1. So klappt das hervorragend mit der Integration bei den neuen Mitspielern. Okan Aydin und Erfurt gewinnen mit 3-2. Am Freitag geht's nach Wiesbaden.